Hallo Leute, ich bin's Raketenkugelbär. Dieses Mal wieder ordentlich kommentiert. Unser letzter Tonspur ist ja, wie dann hoffentlich gesagt, Auto City am Ende abgestürzt und alles war weg. Yay! Aber jetzt bin ich wieder da und wir schauen uns wie weg an. Unsere Bodensektion. Ja. Obere Bodensektion. Ja, gehen wir mal nach oben erstmal. Gucken wir uns von oben bis unten das Ding an. Was ich suche, sind Händler. Also sie verkauft wahrscheinlich irgendwelches alchemistisches Zeug. Das brauche ich erstmal noch nicht. Was verkauft sie? Schon. Ja, sie ist Zauberin. Genau, ich will... Entschuldigung. Ich will bei Gelegenheit mal gucken, irgendwie... wie das ist mit Zaubern, weil ich bin ja auch Zauberer ein bisschen. Und ich will mich eigentlich schon irgendwie, ein bisschen damit beschäftigen. Ich kann Mystik und ich kann ein bisschen Illusion und ein bisschen verzaubern. Das heißt, ich könnte mal gucken hier. Also wenn da die Schule steht, dann heißt das, wir können das, oder glaube ich, können wir, glaube ich. Aber naja. Da gucke ich, wie gesagt, ja, ja, ist gut. Später. Beißer. Handeln. Ja, bei ihr können wir ein bisschen von unserem Zeug loswerden. Alle. Ja, gut. Erstmal das teure Hemd und den Harnisch und die Klinge. Warum handeln wir auf 220 hoch? Okay, 219. Nein, 218. Nein, 17. Nein, 15. Nein, 14. Immer noch nicht. Ach, sie kann sich das... Oh, okay. Ich sollte vielleicht erst lesen und dann... Was heißt, ich werde bei ihr nur... das loswerden. Mal sehen, vielleicht verkauft sie es uns für... Ach, ja, tut sie, okay. Den Harnisch werde ich irgendwo anders los. Eisenspeer haben wir schon was Besseres. Eiserne Schulterplatten brauchen wir jetzt auch nicht. Netzschleder. Das ist alles leichte Rüstung, das heißt ja doch nichts für uns, was irgendwie interessant wäre. Aber wir haben zumindest mal ein bisschen was losgeworden. Sind ein bisschen was losgeworden. Bleibt in Bewegung. Was ich eigentlich vorhatte, war mir irgendwas zu kaufen. Mit dem ich mich etwas aufpushen kann, bevor ich in den Kampf gehe. Das stelle ich mir ganz... Oh, Telefon klingelt. Okay, entschuldigt die kleine Unterbrechung, meine Freundin hat angerufen. Da konnte ich jetzt relativ wenig bis gar nichts machen. Wo bin ich stehen geblieben? Genau, ich wollte hier hinten mal gucken, was hier hinten ist. Ist hier irgendwas? Ah, Fremdenviertel. Nur da geht's wieder raus. Okay. Gut, dann nehme ich einfach mal zur Kenntnis, dass es hier so jetzt nichts mehr gibt. Ah, warte mal. Ich gehe runter und schaue mir mal die anderen Inseln an. Hui, er fliegt. Nicht jetzt. Geht weiter. Der Kerl fliegt. Okay, ich fliege auch, aber... Der fliegt ein bisschen extremer als ich. Yay. Ewig lange, eintönige Laufwege. Hui. Hui, und es regnet durch die Decke. Hui. Na gut, okay, das Spiel ist halt ein bisschen älter.
Ui. 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 Wir sind im Bereich Redoran. Und natürlich ist das, was mein Timer jetzt anstellt, kompletter Schwachsinn. Das heißt, ich werde jetzt einfach ein bisschen länger spielen und dann am Ende schneiden. Das soll mir jetzt auch egal sein. Redoran, Bodensektion. Gucken wir uns hier mal um. Vielleicht finden wir hier einen etwas nützlicheren Händler, um es mal so auszudrücken. Also unten finden wir wahrscheinlich sowieso keine Händler. Die findet man dann doch eher oben. Oh, hier sind Händler. Kundschafter und Ausbilder. Ja, da will ich nicht hin. Taverne Goldblume. Taverne suche ich im Moment auch nicht. Ja, halt die Fresse und geh aus dem Weg. Ihr dürft speichern. Vielleicht gibt es hier hinten noch was. Gucken wir mal hier rein, was gibt es hier? Händler. Ja, das klingt doch gut. Wie Weg Redoran, Händler. Ja, Balin Andreno. Interessant, wie kann euch dieser arme Händler heute helfen? Ich habe sehr günstige Preise, da ich kürzlich eine Pechsträhne hatte. Ja, was denn für einen? Die Geschäfte liefen in letzter Zeit nicht gut. Wir bekommen die Lieferung nicht mehr so regelmäßig wie früher. So sind die Preise für uns ganz schön gestiegen. Dann gibt es noch Jane drüben im Fremdenviertel. Sie hat immer Waren, also hat sie auch immer Kunden. Ich würde wirklich gerne etwas an dieser Lage ändern. Ich glaube, ich habe da eine Lösung, falls ihr eure Hilfe anbietet. Neulich stieß ich auf ein Ding, von dem behauptet wird, es habe magische Eigenschaften. Das ist der Knochen eines Zwerges, der schon lange tot ist. Ja, kein Wunder, die sind alle tot. Wenn ihr ihn an einen bestimmten Platz in Jeans Laden legen könntet, dann dürfte er ihr nichts als Unglück bringen. Ja, komm, machen wir. Kann euch helfen. Ich weiß eure Hilfe zu schätzen. Der Knochen muss in der Natur in der Nähe ihres Bettes gelegt werden. Während sie ruht, müsste der Knochen dann seine magische Arbeit tun. Das bringt sie in Schwierigkeiten. Vielleicht mache ich dann endlich ein paar Geschäfte. Okay, gut. Handeln. Ui! Guckt euch das an. Ich suche jetzt, ehrlich gesagt... Der hat wahrscheinlich auch wieder keine mittlere. Der hat wieder nur leicht und schwer. Bullshit. Aber naja. Oh, ein größerer Seelenstein. Kerze. Gewöhnliches Hemd. Extravagante Hose, toll. Also der hat wieder nur leichtes Zeug und schweres Zeug. Das bringt uns auch nichts. Aber der hat einen Silberspeer. 5 bis 23. Wie viel habe ich? 5 bis 23. 1 bis 4, 1 bis 4, ja. Was ist der Unterschied zwischen den beiden Sachen? Mit Silberzeug kann man Geister verwunden. Und das wollen wir natürlich, weil Geister verwunden ist gut. Handeln wir mal ein bisschen runter. Hat er noch irgendwas? Da hat noch ein Buch. Ein größer Seelenstein. Ansonsten ist der eigentlich relativ... Naja, aber immerhin hat er uns einen neuen Speer, okay. Bevor wir das mit dem Knochen machen, gucken wir uns erstmal noch ein bisschen hier um. Ach, ein Schmied. Vielleicht hat der ja ordentliche Rüstung. Entschuldigung. Ich hänge wieder irgendwo fest. Handeln. Yo. Tatsache, der hat... Den, ich glaube, der ist voll geschlossen, deshalb kann ich den nicht tragen. Juan, der ist sogar ein bisschen besser als meiner. Deshalb werde ich den wohl auch kaufen. Und die verkaufen und den verkaufen und den verkaufen. Und werden mir erstmal diesen Schulterpanzer und die Knochenplatten. Gachuan kaufen. Und ja, das sind normale und Turmschild und Stiefel kann ich nicht gebrauchen. Und ansonsten hat er für mich auch nichts Interessantes mehr. Der hat noch eine Armbrust. Yay. Und wir handeln mal runter auf 265. Ja, das macht er sogar. Lebt wohl, wir legen das Zeug mal an. Es sieht nicht mehr ganz so badass aus,
Aber irgendwie, naja, doch. Es sieht badass aus. Also das muss man sagen. Er hat unser Zeug angezogen. Was für ein Idiot. Wir können die Beinschienen reparieren, das können wir aber auch selber. Gib mal her den Hammer, das Lehrer. Ja, komm, gib einen von den Gesellenhammern her. Hier 21, komm, handeln wir noch runter auf 18. Okay, 19. 20? 21? Okay, da will er nicht mit uns handeln. Yay, Reparatur gelungen und wir verkaufen ihm den Hammer wieder zurück. Wobei ich glaube, den einen Hammer können wir mitnehmen, komm. Scheiß auf den einen Hammer, lebt wohl. Wir sind awesome und wir haben einen Speer. Das wollte ich nicht. Guckt uns an, wow. Wir sehen schon irgendwie cool aus. Also, ich muss sagen, es gefällt mir. Dann wollen wir, gehen wir erst nach oben? Ah, wir sind schon oben, okay. Ja, dann gehen wir erstmal wieder zurück ins Fremdenviertel und legen der guten Dame mal, den Knochen, den Trollknochen. Nee, wir sind noch nicht oben. Wir sind noch gar nicht oben, das ist falsch. Ich gehe einfach mal. Gibt es hier irgendwo einen Weg nach oben? Hallo? Hier schon mal nicht, da hinten wohl auch nicht. Gucken wir mal hier. Vielleicht gibt es ja hier was. Oder sind wir doch schon oben? Da ist der Tempel. Ne, wir sind noch nicht oben. Und wer ist sie? Auch nichts Besonderes. Ja, Vivek-Redoran Platz. Hier ist doch noch was. Hahaha. Schatzhaus, da will ich nicht rein. Sakus Rolan, Loran, ja doch. Ich habe wichtige Dinge zu erledigen. Haus Saren. Gibt's hier noch Händler oder sowas? Haus Dralor. Nö, offensichtlich nicht. Aber es ist cool. Ich kann nicht den ganzen Tag herumstehen und mit euch sprechen. Das ist wirklich cool hier. Naja. Wir wollen zurück ins Fremdenviertel. Da ging's ran. Und hier runter. Yay! Wir könnten noch in die Kanäle. Wir könnten in die Kanäle gehen. Tempelschrein. Archive. Okay, ich glaube, wir sind wieder falsch irgendwo. Ja, gehen wir mal in die... Nein, gehen wir nicht in die Kanäle. Ich will hier runter. Hallo. Nein. Oh, fick. Okay, wir sind vollkommen unbeschadet runtergekommen. Was ist hier? Wieder ein Fremdenviertel. Ja, ich glaube, wir sind im Fremdenviertel. Hm. Ja, sind wir. Also ich weiß nicht gerade, wie ich das geschafft habe, den Sprung zu machen darunter, vollkommen unbeschadet. Zack, 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 zack,